So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources hier im Livestream. Sonntag, morgen 9 Uhr, Pfingsten. Frohe Pfingsten, Freunde. Ach ja, wir haben eine Menge vor. Ich weiß noch nicht genau was, aber wir haben eine Menge vor. Was ist hier los? Da ist doch wieder was im Busch. Was ist hier los? Da hast du schon wieder... Ach, mach mal, wir wollen mal hier Vorwärtsregel mal einführen. So. Nächste Wall, fahrt da mal rein. Genau. Die fahren durch, okay. Gut. Soweit gut, ne? Soweit läuft es. So, wie viele Leute haben wir hier? Den ganzen Arsch voll. Wir haben eine ganze Menge Leute, die hier nichts zu tun haben, ne? Hallo Danny, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin und frohe Pfingsten. Pass mal auf, das Ding ist auf Null, ne? Jawohl, das ist auf Null und das läuft auf Vollgas. Wir hatten überall alles, ne? Ich glaube, wir hatten überall alles. Alles war gut, ne? Alles war nicht problematisch. Das ist auch schön voll. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich. Hier unten sind wir am Bauen noch, ne? Da sind wir auch. Das dauert noch ein bisschen. Ne, ich bin mal gespannt, wann das soweit ist. Und, ach, warte mal, was haben wir hier noch? Das Ding ist auch voll bald, ne? Ach, du Himmel hier. Warte mal, muss ich da hin, ne? 178 Fahrzeuge. Ach, gut. Ne, dann müssen wir die mal verkaufen, wa? Was müssen wir denn die Lok hier anschmeißen? Achtung. So, mein Freund, hier. Fahr mal los. Fährt raus, ne? Ja, fährt raus. Wunderbar. Und wir haben hinten die Container. Jetzt die große Frage, ne? Funktionieren die Container mit dem Freilager? Das weiß ich gar nicht. Und wir mussten ja wieder bestimmt, wir mussten dann wieder ein separates, ich weiß nicht, das konnten wir, glaube ich, nicht damit machen, ne? Das konnten wir nicht damit verbinden, glaube ich, ne? Doch, das geht. Da sagt er, das ist okay. Ist aber schlecht, ne? Was für Waggons haben wir denn hier? Wir haben nur diese hier, das ist natürlich doof. Hm. Pass mal auf, wir bauen mal wieder einen separaten. Den können wir dem schön an- und ausschalten. Den braucht er nicht hier, ne, ewig hin und her eiern. Was für einen Wagen brauchen wir denn da für die Container? Da brauchen wir doch bestimmt so einen Flachwagen, ne? Da brauchen wir garantiert irgendwo so einen Flachbett-Dingsbums. Was ist das für einer? Jetzt mal, den müssen wir den hier wollen wir haben, ne? In dunkelblau. Ach, sehr herrlich. So, wir brauchen einen Güterwagen. Und zwar, den brauchen wir nicht. Container haben wir. Wir brauchen was Flaches, ne? So einen hier. Was geht da rauf? Kann Fahrzeuge tragen 79 Tonnen. Kann der auch Container transportieren? Ich glaube ja, ne? Da müssten auch Container aufpassen. Container sind ja eigentlich Fahrzeuge, oder? Das kann sowas nicht sein. Das muss... Ich meine, das ist der hier. 79 Tonnen. Ich weiß nicht, wie viel... 1, 2, 3, 4... Machen wir 5 Stück, ja? Wir machen mal 5 Stück, mal gucken. Mal gucken, was er sagt. Ob das überhaupt funktioniert, ich weiß es ja gar nicht. Es könnte auch sein, dass wir hier den verkehrten... Ja, den verkehrten, ne? Den verkehrten... Die verkehrte Ladestelle haben hier. Fahrzeuge, was machen wir da? Zivilfahrzeuge? Ist das ja beides nicht, ne? Ach, pass auf. Und dann zur Grenze hin. Da ist bestimmt, hier ist bestimmt die Hölle los, wa? Ja, nein, das geht noch. Okay, gut. Geht noch. So. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob das geht. So, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann wollen wir mal loslegen hier. Beladen. Entladen. So, mach mal hin hier. Wie hot. Mal gucken hier. Wo bist du? Da kommt er raus. Mal sehen, ob der Container raufpassen. Ist ja schon ein bisschen was her, ne? Aber ich meine, Container gelten auch als Fahrzeuge. Das bin ich mir jetzt, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Ach, hier, unser... Da, was nimmt denn der hier? 2,8 Millionen. Ach, das ist herrlich. Da kommt Kohle rein. Wir wissen gar nicht, wohin mit der Kohle. Wir können die gar nicht ausgeben. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Jetzt biege ich hier ab. So, mal gucken, ob er die aufnimmt. Oder nicht. Nee, nimmt nicht auf. Okay. Dann haben wir den verkehrten. Gut, dann sagen wir mal wieder hier, pass mal auf, mein Freund, fahr wieder zurück zum Depot. Müssen wir ein anderes... Wo ist er jetzt hier? Da oben, ne? Da. So, fahr zum Depot zurück. Dann müssen wir das einmal umbauen hier. Fahr weg. Dann muss der hier weg. Das ist ein Freilager, da brauchen wir... Da brauchen wir ein Fahrzeuglager oder sowas, ne? Wo haben wir denn sowas gehabt? Warte mal, das war da, ne?
Fahrzeuge groß. So ein Teil. Ne? So ein Apparat. Der passt da auch fast hin. Müssen wir bloß ein bisschen umbauen hier. Der ist ein bisschen länger. Lecker. So, mal schön. Mal sehen, ob es klappt. Hallo Frankie, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Böses Zahnauer. Oh, das ist aber schlecht. Das ist aber so eine Sache, die tut weh, ne? So, mach das mal weg. Wir bauen das mal hier fix um. Eine Straße, die nehmen wir auch mal weg hier kurz. So, das mal weg. Hier drüben die Gleise auch mal wegnehmen, war. So, warte mal, Pause. Nehmen wir es dahin weg. So, haben wir. Jetzt brauchen wir dieses, wo ist das Teil? Da. Fahrzeuglager groß. So wollen wir es eigentlich haben, ne? Aber kriege ich das ein bisschen dichter ran da? Ja, genau, hier so, ne? So wollen wir es haben. Ich will gleich ein bisschen weiter zurück. Ja, dahin, ne? So. Dahin. Dann brauchen wir eine Straße natürlich daran. Ob das mal eine Straße klappt hier? Ja, es geht. Ich habe mir gerade noch so hingemogelt. Na, warte mal. Dann bau die gleich mal. Und die Schiene. Schiene mit Elektro. So. Dahin. Hopp. So. So, haben wir. Das Ding muss auch nochmal gebaut werden. So, und das Teil auch. So, mal gucken. Jetzt müsste das ja gehen. Mal gucken. Ich bin gespannt. So, jetzt müsste das gehen. Jetzt müssen wir unseren Lok nochmal wieder rauspulen. Wo war die jetzt? Hier oben, ne? Hier, wo ist sie denn? Hallo, wo ist unser Lok hin? Ach, da ist sie. Da bist du, Freund. Pass mal auf. Du, jetzt kriegst du richtig fetten Auftrag, du. So, hier hin. Zack. Jetzt kann ich ihn leider nicht verschieben, ne? Beladen, entladen. Er soll dahin fahren. Dahin fahren. So, bitteschön. Macht er nicht. Okay, mal raus. Dahin. So. So, fährt er jetzt durch hier, ne? Mal gucken, was er jetzt macht. Bin noch gespannt. Ja, wir haben 81. Wird mal wieder Zeit für eine neue Lok, ne? Ich glaube, da wird mal wieder Zeit für was Neues. So, dann fahren wir hier mal raus. Und biegen mal ganz gepflegt rechts ab. So, ja. Und mal schauen. So, lad mal auf. Mal gucken, was geht. Jawohl, ja. Mehr hin will nicht. Mehr nicht. Die kleinen Dinger kriegst du nicht mehr rauf. Alter, Freund. Das war aber echt übersichtlich. Aber 836.000. Das ist doch eine Nummer hier. Das ist gut. Das finde ich super. So, pass mal auf. Wie weit haben wir das sonst denn hier fertig? Hier oben ist das denn fertig? Oh, das ist fertig. Das ist auch fertig. Dann müssen wir uns das hier mal zunutze machen und sagen, hey, mein Freund, pass mal auf. Da sollst du hinfahren. Auf Pause. Und das mal dahin gurken, ne? Dahin gurken auf jeden Fall. Container, Dorf, Ladestation hast du nicht gesehen. Speicherprozent 70%. Gut. So, was haben wir hier drin? Haben wir das? Menge begrenzt. Haben wir gemacht. Oh, warte mal. Wir wollen ja noch mehr haben, ne? Wir wollen hier noch Alkohol mit rein haben. Alkohol. Wisst ihr denn? 5% ist ja nicht viel, ne? Doch, so, pass mal auf. Das hier und Kleidung natürlich auch. So, das wollen wir noch mit drin haben. Siehst du wohl. Das wollen wir noch mit drin haben. Und das soll da hingefahren werden. Warte mal, das muss ich den Jungs das auch mal sagen, ne? Ist ja auch noch diese Sache. So, beladen mit. Straßenladestation, das ist die hier oben, ne? Warte, warte, warte. Das ist die hier. Richtig, jawohl, das ist die hier. Da haben wir einmal Alkohol, da haben wir einmal Klamotten und wir haben Lebensmittel. So, die sollen auch noch transportiert werden. Speicherprozent hat 10%.
Soll drin bleiben. Jetzt ist die große Frage, wie viel ist denn da drin? Das ist gut so. Das gefällt mir so. Das nehmen wir so hin. Das machen wir so. Das machen wir so. Jetzt müssen die auch gleich losfahren, ne? Die LK-Wagens hier. So, die müssen gleich losfahren. Die guten Volvosen. Da sind sie, da fahren sie. Ha! Siehst du wohl. Genau. So, und das werdet ihr auch schön verpacken, ne? Das macht ihr ganz großartig, bestimmt. Da gehe ich mal stark von aus. Die sind es gar nicht. Hier unten sind sie. Warte mal, wir haben es verkehrt gefahren. Die sollen es nicht da oben hinfahren. Ach, die sollen es hier unten hinfahren. Dahin. Da haben wir gesagt. Hier hin, da soll es hin. Ach Gott, einmal mit, ne? Profis. Wo war der hin? Der holt Alkohol. Warte mal, das müssen wir nochmal ändern hier. Ach, das hat er verkehrt gemacht. Meine Güte, das doch nicht. Die war richtig. Doch, stimmt, der war doch richtig. Doch, da sollen sie hin. Genau, war doch richtig. Was willst du denn hier? Machst du ganz verrückt hier. Das muss raus. Das muss wieder raus, ja. Das muss raus, das muss raus und das muss raus. Meine Güte, du, einmal mit dem Profi. Weißt du, einmal mit dem Profi und schon läuft hier alles. Frankie, oh, war ja unser gutes Bier verscherbeln. Ja, muss ja sein, nützt ja nun mal nix. So. Der macht sich auf die Socken. Das ist gut so. Den behalten wir mal so ein bisschen im Auge. Müssen ja ein bisschen, ne? Vorfahrtsregeln bilden. Und hier. Warte mal, die müssen wir auch auf jeden Fall. So, das müsste so gehen, ne? Und das hier hoch mal so. Zack. So, haben wir. Wo ist er jetzt hin? Da fährt er. Der Weg ist natürlich lang. Wie weit, ne? Aber ich meine, wir haben ja die Jungs. Die müssen ja auch was tun, sonst, ne? Geht's ja nicht. Also, wo kommen wir denn da hin? Haben wir das hier auch schon gemanagt? Haben wir nicht. Ach du Himmel. Das haben wir nicht gemanagt. Oh, oh. Das sollten wir machen, glaube ich, ne? Wir machen eine Vorfahrtsstraße raus. So. Vielleicht klappt das ja. Was haben wir hier? Auch nichts. So ist richtig. Ja, genau. Zack. So, der holt 15 Tonnen Alkohol. So, wir haben auch gesagt, dass die hier Vollgas arbeiten sollen, ne? Haben wir das nicht gesagt? Warte mal, da muss ich gucken, ne? Da muss ich hin. 170, volles Rohr. Hier auch 100. Alle Mann ran an die Buletten. Oh, hier Gott, hier wird das schon wieder eng. Das wird hier schon wieder eng, aber ich meine, das wird sich wohl zurecht laufen. Vielleicht. Wir hoffen mal. Warum fährt er nicht? Der kann doch fahren. Ach, du willst darum? Warum willst du darum? Apropos, warum haben wir diese alten Kartoffeln hier noch? Warum ist das so? Das ist Verteilerbüro, ne? Ja, genau. Die müssen wir auch mal wieder upgraden. Das geht so nicht. So können wir nicht arbeiten, können wir nicht. Siehste. Ach, da wollen wir doch gleich in die Klamotten hier. Zug wartet zu lange. Das ist aber schlecht. Warum denn? Oh, das ist aber... Warum? Ach, du Himmel. Ist doch nicht zu fassen. Leute, könnt ihr euch nicht mal einigen hier? Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los? Was mache ich jetzt denn? Was mache ich jetzt denn? Den kann ich doch nicht, was mit dem hier? Kann ich den verschwinden lassen? Den kann ich nicht. Oh, das ist super. Das ist doch herrlich. Aber den hier, ne? Pass mal auf. Fahr nochmal zurück. Fahr da nochmal hin. Hü. Was ein Ärger. Ich verstehe es manchmal nicht, warum das so sein kann. Der war doch garantiert da drin, hat doch Leute hier geholt. Warum fährt der denn durch? Also manchmal, du weißt du was, manchmal, ich weiß nicht. So, der hat abgeliefert, gut. Das ist auch schon gleich schon verpackt, oder was?
Ohne Scheiß? Ist gleich schon verpackt oder wird oder wie? Ist die Frage, wo ist drin, ne? Da ist eine Elektronik drin. Da auch. Da ist, ja. Also ich glaube, finden ist schwierig, ne? Da nicht. Da nicht. Ich glaube, das ist schwierig zu finden. Komponenten, Komponenten, okay. Ah, die Autos sind bald weg. Siehst du? Siehst du wohl. Funktioniert, läuft. Bester Kram. So. Das läuft auch, ne? Da fehlen nur noch eine Handvoll Leute. Aber ich hoffe mal, dass das sich zurechtläuft. Was hast du jetzt mit? 206 Arbeiter. So. 480, voll bis zum Rand. Dann gib mal ein bisschen Kette hier. Wollen wir gucken. Da kommen wir rein. Und was hast du mit? Elektrokomponenten. 806.000. Also wir machen richtig Kohle mit diesen Containergeschichten jetzt. Da machen wir richtig Asche. So. Alles raus. So. Wunderbar. Wundervoll. Haben wir sonst noch tolle Nachrichten? Neuer Fahrzeugtyp. Der Matz. Kann man nicht eingetroffen, können wir mal löschen hier. So. Haben wir. Gut. Zug wartet schon lange. Schon wieder? Wo das denn? Ach, hier oben. Ja, also, hier können wir eh nichts tun. Wir haben hier wirklich jeden Tropfen Öl rausgesaugt, ne? Wir saugen hier wirklich jeden Tropfen raus. Ich guck mal eben. Warte mal, warte mal. So. Ich würde gerne mal reinzoomen. Das kann ich aber nicht, ne? Warte mal. Öl, Öl. Warte mal. Mach mal Öl. So. Ja, wir haben wirklich jeden Tropfen hier raus. Wir holen hier jeden Tropfen raus. Mehr ist hier nicht. Ich glaube nicht. Warte mal, wir können ja mal gucken. Stahl? Nee, warte mal. Wo ist hier flüssig? Da. Öl. Hier wären nochmal 27%. Also ich meine, ne? Wir könnten hier nochmal was hinsetzen. Warte. Wird gespeichert. Mach mal. So, warte mal, ich mal ein bisschen rauszoomen hier. Das haben wir alles. Hier haben wir alles mit. Hier hinten können wir auch nochmal eventuell 27%. Hallo? 23. Man könnte hier noch ein paar hinsetzen und wirklich jeden Tropfen aus der Erde raussaugen. Das würde gehen. Hier Schnickschmier. Ist auch nichts, ne? Ist nix, 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 nix. Ja, mir ist nicht drin. Man könnte hier, da könnte man was machen. Aber hier oben habe ich gesehen. Da müssen wir noch was machen. Hier oben müssen wir noch was tun. Wo war es jetzt hier? Da ist Öl. Öl, Öl, Öl ist irgendwo hier. Da, oh, hier. Da, hier ist Öl. Da, guck mal einer an. Hier ist noch ein bisschen Öl. Das möchte gerne. Alter, guck mal hier, wie viel Öl hier noch ist. 58. Hier möchte unbedingt jemand Öl noch abliefern. Wie kriegen wir das Öl da rein? Gute Frage, ne? Da müssen wir noch irgendwie mit Verteiler hantieren. Können wir hier noch irgendwas rausholen? Ich glaube nicht, nur 17%, ich meine, da so, weißt du was. 5, oh, 34, hier. 34% ist hier noch drin. Wir müssen das, glaube ich, wir müssen noch umbauen. Also das nützt alles nichts. Das bauen wir gleich mit Sofortbau, ne? Okay, wir das mal weg hier kurz. Mach mal weg. Sofort, ne? So, Sekunde. 32% im Stau. Ich sehe, da ist ein Stau. Oh, Mann, du. Man hat nicht einmal Ruhe. Nicht einmal. So, pass mal auf. Öl. Versuchen wir jetzt mal so viel wie möglich mitzukriegen. 57 da, zack. Den nehmen wir mit. Oben ist noch was. 43. 46, 47, wo war das? 48, wie weit kann ich da ran? Da, 49, da, zack.
den noch mit. Wir nehmen alles mit, was da ist. 52. Das nochmal. 29, das war's hier. Ne, mehr ist hier nicht. So, zack. Dann müssten wir doch schon ein bisschen mehr rausgesaugt kriegen. Müssen wir bloß mal sehen, dass wir das irgendwie angeschlossen kriegen. Aber ich will erstmal kurz gucken, wo hier ein Stau ist. Ach, du großer Himmel. Was ist denn hier los? Ach, du großer Gott, was ist denn hier los? Wer hat denn das hier gemacht? Was? Wer hat denn die hier? Was ist denn hier los? Leute, Leute, Leute. Können wir nicht einmal irgendwie... Da kann das nicht einmal klappen? Oder was? Oder wie? Ja, Vorfahrt. So, zack. Feierabend. Jetzt kommt mein Schwung hier. Wo willst denn du hin? Will er gerade durch oder was? Oder wie? Eine kleine Idee, Stau ist hier auf jeden Fall. Also, ne? Ob sich das wieder auflöst? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal schwer. Wir müssen schneller machen hier. Das wird, glaube ich, ganz böse, wenn wir hier eine Ampelschaltung hinbauen würden, wa? Aber ich glaube, da kommen wir irgendwann nicht mehr drum rum, glaube ich. Vielleicht. Ah, schön. Schön, wenn sowas mal passen würde, ne? Wenn es mal laufen würde. Ach doch, jetzt kommt's. Jetzt, jo. Das muss ich nur erstmal einpendeln, ne? Dann läuft es auch wieder mit dem Nachbarn hier. Siehst du wohl. So, weit so gut. Wie ist das mit den Containern? Die laufen noch. Ach, der fährt sich ein Wolf raus. Am liebsten würde ich ja die kürzeren Wagen nehmen, ne? Weil der kann ja. Was haben wir denn hier benutzt für Container überhaupt? Was haben wir hier für Container? Die haben wir, ne? Die großen, oder? Wir haben die großen, ja. Die 40 Zoll. So. Wir haben die 40 Zöller. Da ist er unterwegs. Naja, lass ihn mal fahren. Der hat was vor. Na, den hat er was vor. So, wie viel ist hier noch drin? Übersichtlich wenig. Gut. Nee, das ist nicht gut. So, hier müssen wir gucken, dass wir, weil hier ist extrem wenig, also das ist beim anderen genauso, aber mal sehen, dass wir die hier mal angeklemmt kriegen. Öli mal ranbauen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Auch noch nicht mal Strom ist noch nicht mal da. Ach du, ja, Strom. Strom war auch noch so eine Maßnahme, ne? Ach du Himmel. Wie viel Strom haben wir denn hier? Haben wir da noch Anschlüsse? Haben wir da einen ganzen. Na, wunderbar. Naja, besser als gar nichts. Sagt man immer, ne? Besser als nichts. Dann haben wir hier einen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir den noch. Den kriegen wir nicht weiter rausgezogen. Dann müssen wir einen Verteiler setzen. So. Und die Knechte müssen auch noch alle Strom haben. Also zur Not dann noch einen zweiten dann bauen. Mein Gott, also das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.